Hallo zu einem neuen Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 mit mir, dem Chris LP. Ja, wir fahren jetzt zum Grubbern, zu dem Feld, das wir letztes Mal gedroschen haben, den Weizen runtergedroschen haben, und das werden wir jetzt grubbern. Was ist denn? Komm. Scheiß Lampenflug. Oder Grubber, besser gesagt. Gucken wir mal hin. Gucken wir mal. Nicht so schnell die Kurve fahren, sonst gibt es wieder. Ja. Wirft er mich wie jetzt gerade im Hof wieder weg. Ja. So, und jetzt Knallgas. So. Nein. Oh Mann, nee. Ich stehe ja wackelig auf den Beinen. Nee. Fahr auseinander. Dann komme ich auch zu meinem Thema, heutigen Thema. Ja. Grubbern oder pflügen? Was sagt ihr dazu? Muss man, sollte man jetzt pflügen oder wie, oder sollte man mit einer Scheibenmäher oder mit einem Grubber grubbern? Klar, das Grubbern geht mal, das höher mit einer Scheibenecke fahren geht jetzt meiner Meinung nach viel schneller, klar. Aber ich finde, wir haben auch eine Landwirtschaft zu Hause, und ich finde, man sollte jetzt in Real Life jetzt mal gesehen, sollte man schon grubbern, weil boah, man sollte nach Weizen und Gerste grubbern, und wenn man dann aber nur grubbern, wenn man eine Zwischenfrucht drauf tut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel gleich nach dem Weizen wieder eine andere Fruchtart drauf klatscht, zum Beispiel Gerste, Weizen, Pipapo, dann sollte man schon pflügen, finde ich. In LS ist es ein anderes Thema. Da ist es scheißegal, was man tut, ob man jetzt grubbert oder pflügt. Der Ertrag wird nicht mehr. Es wäre schön, wenn man pflügen würde, wenn da der Ertrag 10% höher wäre, als wenn man mit einer Scheibenecke fährt, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. In echt, klar, bin ich für Pflügen, aber hier in LS finde ich, weiß es nicht, in LS wenn es einem Spaß macht, das Pflügen, soll er pflügen, aber ich finde, das Grubbern geht jetzt viel schneller mit 7 bis 9 Meter Scheibenecke dahinter, geht das viel schneller, als wenn man jetzt hier mit, als wenn man hier mit Dings fährt, mit dem Pflug. Es gibt schon 9 Schauerpflug und so zeigen riesigen Flug. Aber was bringt dir hier? Klar, man kommt schneller zum Fahren, aber ich finde, in LS sollte man beim Grubbern bleiben. In Real Life kann man jetzt auch nicht überall in jeder Region mit einem 7 bis 9 Sharp Flug fahren, weil es gibt auch Lehm, Kleiböden. Hier in der Region, wo ich wohne, haben wir sehr viel Kleiböden, also da
geht sehr wenig mit sehr großen Flügen. Also da sind manche sogar froh, wenn sie mit einem Vierschabflug fahren können oder einem Fünfschabflug an einem 39er Vario. Und woanders, komplett woanders, zum Beispiel in Bayern, da gibt es Regionen, da kann man mit einem 7- bis 9-Schabflug umeinander fahren, weil der Boden sehr, ja, nicht sehr le nicht lehmig und nicht sehr leibödig ist, sage ich jetzt mal. Da ist er sehr locker und sehr humusreich. Es gibt auch Steinböden, da tut man sich beim Gruppern danach nicht so sehr leicht. Da geht dann das Pflügen auch wieder einfacher. Aber es kann auch wieder Probleme geben beim Sehen, wenn du sehr kiesigen Boden hast oder sehr viele Steine drin hast. Das kann der Kreiselecke und der Sämaschine auch nicht ganz gut tun. Ja. Dann kehren wir hier um, machen noch ein Vorgewende, dann haben wir, glaube ich, fast, wie breit ist die, gucken wir mal, Mods nach Gerätetyp, Kipper, Gruppe, da war er ja, groß ist der, 12 Meter, dann haben wir ein Vorgewende von, keine Ahnung, 24 Meter müssten das sein, da haben wir ein bisschen beschissen da drüben, also sage ich jetzt mal, Vorgewende von 20 Meter haben wir dann. Es müsste ja dann reichen. Und dann können wir unsere Bahn entfahren, sage ich jetzt mal. Aber nochmal zu dem Thema zurückzukommen. Also wenn ihr wisst, was jetzt da besser ist, könnt ihr ruhig das mal in die Kommentare schreiben. Es sind bestimmt ein paar Landwirte unter denen jetzt hier, die vielleicht wissen, was jetzt besser ist als Gruppern. Die wissen vielleicht, ob man jetzt besser Gruppern soll oder besser Dings machen soll. Lügen. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob man jetzt hier in LS mehr grubbern sollte oder eher mehr pflügen sollte. Zack und wieder runter. Fahren wir gleich runter wieder. Machen wir hier 270 Grad Wendung, zack, zack, ran. So. Dann fahren wir unsere Bahnen hier auf und ab. Geht relativ flott mit 12 Meter, das muss ich sagen. Besser als jetzt mit dem Dreschen. Da habe ich schon etwas länger gebraucht. Muss man auch damit so zurechnen, dass man immer wieder ja, entleeren muss und ja. Ja. Fahren wir hier mal rauf.
So ist ja nicht, was ich sagen soll noch. Ich sag mal, in 2 bis 3 Minuten werden wir aufhören, nur ja, Gruppern ist jetzt nicht meine Lieblingsart und eure wahrscheinlich auch nicht. Eure Lieblingsbeschäftigung, da jetzt mir beim Gruppern zuzugucken. Ja, ihr könnt das Bild wegklicken und mir so zuhören, aber ja, ich finde jetzt Gruppern auch nicht sehr interessant. So, dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, liked dieses Video oder kommentiert es, lasst vielleicht mal ein Abo da, wäre auch schön. Nun sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Chris LP.